feel this way forever. Larry Miss Jackson. Hey Leute und willkommen zu einem kleinen Commentary. Im Hintergrund läuft ein kleines Gameplay von mir erspielt. Es ist jetzt nicht das Beste, aber ich finde, es reicht einfach so zum Aufnehmen. Ich habe das Gameplay jetzt also über PC aufgenommen und dann über USB-Stick und so rüber getan. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, bin ich jetzt nicht der Beste, habe auch nicht das beste Aim oder so. Aber so das Ergebnis und so finde ich eigentlich ganz okay. Wie man einfach am Anfang die ganze Zeit nur sieht, dass ich verrecke, Alter. Das ist, ich wollte eigentlich gar nicht das Gameplay nehmen, aber ich habe irgendwie kein besseres erspielen können. Also zurzeit irgendwie. Gibt es richtige Schwitzer zurzeit. Oh, das war so lustig. Ich hab gar nicht mehr bekommen, weil er sich hingelegt hat. Auf jeden Fall, das eigentliche Thema ist heute, auch, also das eigentliche Thema ist eigentlich Call of Duty, denn es ist ja, wie ihr vielleicht im Titel schon gesehen habt, das neue Call of Duty Black Ops 3. Ich habe es mir natürlich direkt vorbestellt, also direkt geholt. Ich finde das eigentlich so ganz cool eigentlich. Das ist eigentlich ganz, also ganz angenehm, so abends oder nachts so zu zocken. Ich finde, es ist eigentlich einer der besten Call of Duty, muss ich wirklich sagen. Black Ops 2 war schon geil, aber ich muss wirklich sagen, dass bei Black Ops 3 ist ja eben so, du hast ja Spezialisten und andere Klassen und so, andere Waffen, aber die haben die Art der Maps so ein bisschen gelassen und sowas und finde ich eigentlich ganz cool. Und hier die Spezialisten zum Beispiel, ich habe jetzt zurzeit immer den Spezialist, die Spezialistin, meine ich natürlich, die durch Wände sehen kann. Also die sie dann im Umkreis, so, keine Ahnung wie weit, aber auf jeden Fall in ihrem Umkreis sieht sie die Person. Ich sehe gerade wieder, weißt du, diese Scheißschasse, weißt du, so Leute, die dann wieder so rumrennen und die ganze Zeit immer nur durchschießen, dass sie wieder so eine Sniper eingebaut haben, ne? Das finde ich richtig verkackt von denen. Aber was soll man sagen, ne? Es muss ja auch scheiß Waffen geben, damit es gute Waffen gibt. Auf jeden Fall, wie ihr vielleicht seht, ist das mein erstes PS4 Gameplay. Vom Anfang an sieht man vielleicht nicht, dass es von der PS4 ist, aber deswegen sage ich das euch hier gerade. Irgendwie ist die Aufnahme gerade ein bisschen. Keine Ahnung. Ich muss gerade wieder überlegen. Was ist, wollte ich noch sagen? Ach ja, über das Game. Die haben ja wieder drin gelassen, hier Zombies und die ganzen anderen Modis. Und diesmal haben die sogar eine Koop-Kampagne, die ich vielleicht bald mit jemandem machen werde. Ich weiß nicht, ob dieser jemand darauf Bock hat. Aber auf jeden Fall muss ich wirklich sagen, hier das Schießsystem und sowas. Und dass man seine Waffen, wie ihr in diesem Gameplay sieht, selber machen kann, also den Ansatz eben. Finde ich eigentlich ganz cool, dass sie das gemacht haben. Und hier zum Beispiel eigentlich sind soweit keine Waffen overpowered, außer die, ich glaube diese KN war das. Ja, bei der KN ist es eben so. Ich weiß nicht, warum diese OP overpowered ist, aber es ist einfach so. Ich weiß es nicht. Jedes Mal, wenn ich gegen jemanden mit der AK spiele, verliere ich einfach. So gut wie immer. Und ich weiß nicht. Irgendwie, selbst kann ich mit der AK nicht spielen. Ich weiß es einfach nicht, warum. Das ist voll komisch, wirklich. Also, das hier ist auf jeden Fall ein etwas anderes Video, wie ihr seht. Das ist hier ein erspieltes Gameplay. Und ich rede eben dabei, wie ich das Spiel finde und sowas. Aber wenigstens habe ich diese Runde gewonnen, ne? Und wie ihr wisst, bin ich einfach nicht der beste Zocker. Ich bin schon ein aktiver Zocker, aber ich bin, ich habe noch nie gesagt, dass ich der Beste bin und bin es auch niemals. Weil ich einfach nicht hier. Ich habe schon Call of Duty gezockt, aber mein, ich glaube, mein erstes Call of Duty war wirklich, wirklich erst Call of Duty Black Ops 2. Und da dachte ich schon, also
Die ersten Momente in Black Ops 2 haben mich schon direkt auch angetört. Aber hier in Black Ops 3, hier die ersten Momente. Ich habe ja in die Beta gezockt und ich habe mich eigentlich schon direkt auch wieder gefreut, also richtig gefreut, dass es so ein COD wieder gibt. Weil ich muss wirklich sagen, Ghost war der größte Dreck. War wirklich der größte Dreck. Und sollten eigentlich soweit alle wissen, dass es der größte Dreck war. Weil es einfach eben dieses ganze Jumping und sowas, das ist hier vielleicht auch drin, aber nicht so extrem. Die meisten benutzen das Jumping gar nicht so wirklich. Also so richtig aktiv. Aber bei Advanced Warfare, das war zum Beispiel da, bei Advanced Warfare war das zum Beispiel ich hab Ghost geredet und dann irgendwas mit Jumping. Ich bin auch ein bisschen verpeilt. Naja, auf jeden Fall. Ghost war noch ganz okay, aber es war irgendwie eben kein Black Ops 2, deswegen hat es nicht so einen Hype bekommen. Es haben viele gekauft, ja, das muss man sagen. Aber nur weil sie ein geiles Call of Duty erwartet haben. Und um ehrlich zu sein, das war es gar nicht. Und hier, Black Ops 3 ist einfach wieder ein richtig geiles Call of Duty geworden. Dass sie sich das, dass sie wirklich ein Black Ops 3 rausgebracht haben, hätte ich niemals gedacht. Also wo schon wo Ghost kam, da dachte ich mir eigentlich, haben die jetzt schon wieder eine neue Call of Duty Reihe gemacht, weil die vielleicht keine Lust mehr auf Call of Duty Black Ops 2 hatten, Call of Duty Black Ops hatten, weil die das nicht weiterentwickeln wollten oder so. Ich wusste es nicht, aber ich freue mich drauf. Also ich habe mich doch hören drauf gefreut, dass es ein neues gibt. War eigentlich schon ein Traum. Black Ops 3 ist wirklich ein Traum. Und Black Ops 3 hat den Hype richtig verdient. Und das war's eigentlich. Die Runde ist jetzt auch soweit vorbei. Also sie müsste jetzt eigentlich vorbei sein. Kommt noch ein bisschen die Endcam und sowas. Und der letzte. Hier, wieder ein Spieler mit der AK. Auf jeden Fall würde ich mich schon mal verabschieden und würde noch sagen, ihr könnt ja mal bei bei den anderen Leuten vorbeischauen, zum Beispiel bei Superako. Hat auch wieder ein neues Video gemacht, das finde ich cool. Und bei Melvin, also SD Comment, beziehungsweise ich weiß nicht wie er heißt, wenn ihr das Video guckt. Wahrscheinlich Jagaro noch. Mal gucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.